Ich komme ja aus Bad Cannstatt und dort lebte ein bekannter Mann in einem Hahnschen Stundenhaus im reichen Erbe aufgewachsen, Otto Riedmüller. Er hat ganz kurz gelebt, hat viele junge Mädchen geprägt und hat uns allen einen unvergleichlichen Schatz gegeben. Er hat die Jahreslosung erfunden und die Monatssprüche. Und es hat mich, nachdem ich so lieb eingeladen war, hier nach Hohenhaßlach wieder mal zu kommen, hat mich das gleich gepackt, wie ich im Losungsbüchlein nach dem Predigtext gesucht habe. Der Monatsspruch, der würde heute passen. Was noch ein Wort zu Otto Riedmüller. Wir hatten ja die herrlichen Lieder, Herr, wir stehen Hand in Hand. Und er hat uns auch den Schatz der böhmischen Brüder wieder erschlossen. Und Sie erinnern sich auch an das unvergleichlich schöne Freizeitheim in Schmie, das er gebaut hat. Es ist eine Tragik, dass solche Gebäude veräußert wurden, die so viel Segen gestiftet haben. Auch die herrliche Südkirche in Isslingen, er war ganz schrecklich gelitten unter dem Totalanspruch der Nazis, die damals die ganze Jugendarbeit beherrscht haben. Und darum ist er schon früh 1938 gestorben. Aber dieses Erbe der Monatssprüche und der Jahreslosung, das ist wichtig. Und für den Monat März ist der Monatsspruch wacht, einfach wacht. Ich lese jetzt aus diesem Kapitel Markus 13 die Endzeitrede, wo Jesus so viel Klares sagt über diese Welt, über die Schrecken dieser Welt, Kriege, Kriegsgeschrei, Inflation, Teuerung, Jung gegen Alt, die sich empören, wie die Nationen miteinander ringen. Das Multikulti funktioniert nicht nach dem, was Jesus sagt. Und die Verführung der Gemeinde, ganz große Not. Wie falsche Messiasse kommen an die Stelle von Jesus. Die große Bedrängnis, die Verfolgung der Gemeinde, der Hass gegen den Jesusnamen, die Hetze gegen den Jesusnamen, die durch alle Welt geht. Und da heißt, seht euch vor, wachet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot, dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Es geht ja in unseren Tagen eine schreckliche Angst um. Ich kann es nicht mehr hören in den Nachrichten, wir sollten keine Panik kriegen, aber die wollen uns ja in Panik versetzen, diese Marsmänner, die mit den weißen Kutten rumlaufen. Und vor ein paar Tagen waren es noch andere. Ein Bundespräsident, der gesagt hat, die Welt sei aus den Fugen geraten. Ein führender Mann der Europäischen Union hat gesagt, die Lage könnte nicht ernster sein. Und aus dem Mund von einem Nobelpreisträger hören wir, ich will, dass ihr in Panik geratet und die Angst verspürt, die ich jeden Tag habe. Angst, Angst. Es hilft ja wenig, dass einer sagt, nach der Erfahrung deines Lebens, 98% der Ängste, die du gehabt hast, sind nie eingetroffen. Sondern was wir oft spüren, es sind so viele Ängste real da. Wenn wir in die Welt hineinblicken, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir Zeitungen lesen. Aber jetzt ist wichtig, dass wir auf die Stimme von Jesus hören. Den besten Freund, den wir haben. Schön, dass wir es gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und er hat es ja uns schon vor 2000 Jahren klipp und klar gesagt, genau von den Schrecken dieser Welt. Aber gesagt, wir sollten uns nicht fürchten. Wir sollten keine Angst haben. Sondern Jesus hat uns etwas ganz Wichtiges gesagt, was man in diesen Tagen vergessen hat. Wir wissen weder Zeit noch Stunde. Nicht einmal Jesus weiß Zeit und Stunde.
allein der Vater im Himmel. Und das ist schon genug, dass es unter Kontrolle des himmlischen Vaters alles steht. Es ist gut, dass uns Jesus die Illusionen nimmt. In unserer Welt gibt es ja verrückte Illusionen. Was der Mensch alles kann, die Machbarkeit, er kann alles verändern und machen und schaffen. Er traut sich auch zu, mit Hunderttausenden von Milliarden sogar die Klimasachen zu ändern, alles zu regulieren, hat er in der Hand, auch wenn er den Virus immer noch nicht gefunden hat. Er hat gar nicht viel in der Hand. Aber Jesus sagt uns, dass die schlimmsten Katastrophen vom Menschen ausgehen, von der Gottlosigkeit des Menschen in unserer Zeit. Und darum ist es so schwer, dass man sich das bewusst macht. Auch Jesus sagt das ganz nüchtern, diese Zeit ist endlich und die Erde ist endlich. Verlass dich nicht auf die irdischen Dinge, denn die vergehen. Das hat keinen Bestand. Was ist das für uns wichtig? Eine sichere Währung zu haben, Frieden, Zusammenarbeit der Völker. Wir wollen doch gar nicht viel. Preisstabilität. Wir sind alle auch vom Tod bedroht. Wir stehen alle vor der Ewigkeit Gottes. Und darum gibt es keinen Bestand. Jesus hat sehr einfach gesagt, dass die Elemente der Welt zerschmelzen werden. Der Tag kommt. Himmel und Erde werden vergehen. Sonne und Mond werden den Schein verlieren. Aber dann spricht Jesus von einer ganz, ganz großen Zukunft. Und diese Hoffnung, die ist so groß. Darum sollen wir wach sein, dass die Schrecken dieser Welt vergehen. Wir werden eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der eine grundsätzliche Veränderung da ist. Da wohnt Gerechtigkeit. Das, was diese Welt nicht kennt. Gerechtigkeit. Darum hoffen wir und harren und freuen uns auf diese neue Welt. Und wenn man diesen Ewigkeitsblick hat, dann wird uns mit allen irdischen Sorgen, die wir haben, das alles recht klein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Und im anderen Lied, sorg nicht mutlos, nicht zu viel um den Tand der Welt. Flieh diesen Sinn. Nur was du dem Himmel lebst, dir von Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Was wir heute tun im Blick auf die große Ewigkeit, das ist von Bedeutung. Ich habe gestern in dem Blatt von Licht im Osten gelesen, wie mein Freund Martin Hartmann, der Holländer, der dort viele Jahre gearbeitet hat, am Sonntag auf die großen Parkplätze der Autolaster geht. Und dann nimmt er sich dieser vielen Ostfahrer an, die dort Stunden warten müssen, bis endlich der Feiertagsschutz aufgehoben ist. Und dann sagt er, ich bin so glücklich, ich kann an einem Sonntag 50 neue Testamente verteilen. Und da traf ich einen Mann, der hatte ein ganz zerlesenes neues Testament. Ewigkeitsbezogen, das ist das Wichtigste. Was kannst du schon tun für die neue Welt Gottes, die da ist und die kommt? Denn dieser Herr Jesus will schon heute bei uns anklopfen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mich hat das immer beeindruckt. Ich wollte ja einmal in die Mission gehen, war dann im Missionshaus in Basel. Da hat man mir erklärt, im Jahr 1961, wir schicken keine Missionare mehr aus. Die Zeit der Mission ist vorbei. Und im Jahr 1970 stand in der größten Missionszeitschrift Deutschlands, Mission is out. Philipp Potter hat vom Weltkirchenrat erklärt, das gibt's nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir erlebt in den letzten 50 Jahren ein Wachsen des Reiches Gottes in einem ungeahnten Ausmaß. Wer hätte denn gedacht, dass selbst in Nordkorea lauter Jesusgemeinden trotz allem Druck entstehen? In Laos, in Kambodscha, bis 1990 gab es keine Evangeliumsverkündigung in ganz Zentralasien, in Tadschikistan, Usbekistan, wo man will, Kirgistan, war völlig unmöglich. Und da waren es ein paar zurückgebliebene Deutsche, die angefangen haben, den Kasachen und Kirgisen und Turkmenen das Evangelium zu bringen. Und hunderte von Gemeinden sind entstanden. Wir haben ein Wachstum des Reiches Gottes, wie wir es noch nie geahnt haben. Ich meine immer, es hat in der ganzen Kirchengeschichte das noch nie gegeben.
diese großen Aufbrüche auch in den sozialistischen Staaten. Wer hätte das gedacht, dass auf dem Höhepunkt der Mao-Herrschaft ganz viele Chinesen vom Sozialismus sich abwenden und das Reich Gottes suchen. Man spricht von 130 Millionen gläubiger Jesusleute in der Sozialistischen Republik China, trotz aller Unterdrückung. Und das ist viel größer, was Jesus heute tun will. Lasst euch doch nicht von der Angst anstecken, sondern wisst, dass der Herr Jesus ganz viel wirken will. Die Tragik ist ja, dass wir in den Wohlstandsländern die Schwindsucht des Glaubens haben. Das Wort Gottes ist rar geworden. In vielen Kirchen sucht man alle möglichen Events, aber nicht mehr das Wort Gottes. Und dass Jesus in unserem Leben Herr sein will, wohnen will in deinem Herzen, dich regieren will. Und das ist das Allerwichtigste, was wir heute nötig haben vor der Wiederkunft Jesu, dass er uns verwandelt, dass er unser Herz erneuert, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in unseren Herzen und wir erfüllt werden mit aller Gottesfülle. Ja, wir sind in großer Gottlosigkeit heute und das Gericht Gottes steht auch über unseren Ländern. Deshalb zerfällt uns alles zwischen den Händen, aber es ist so wichtig, dass wir wach werden. Und es ist so groß, dass wir uns nicht aufhalten und daran festkrallen, was alles Dunkles und Schweres in unserer Zeit passiert. Das Aufregende ist, dass Jesus da ist. Ich finde das so groß am Anfang der Offenbarung, bevor dem Johannes enthüllt wird, was es noch für unheimliche Wege in der letzten Zeit noch gibt, zeigt Jesus seine ganze Macht und sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin der, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Und das ist die Botschaft. Und darum wird eine Gemeinde auch in der Verfolgung leben. Wir brauchen gar nicht die verfolgten Christen bemitleiden, sondern die verfolgten Christen spüren die Nähe von Jesus. Auch in den schweren Verfolgungen, wie es in den letzten Tagen wieder war, durch dieses Morden von Boko Haram in Nordnigeria. Nirgendwo bekehren sich so viele Muslime wie dort oben, wo diese Christen die Lebensbotschaft von Christus weitersagen. Und das ist das Wichtige, dass wir daran denken, in der letzten bösen Zeit, in der wir natürlich drinstecken, die letzte böse Zeit, die ist angebrochen mit der Auferstehung von Jesus, aber Jesus lebt und Jesus wirkt und sein Wort ist lebendig und trifft uns. Wacht und betet, dass ihr stark werdet, heißt dort. Wir brauchen uns nicht schämen an dem Jesus-Namen. So mein erster Punkt. Auch wenn Himmel und Erde vergeht, dann kommt Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit. Dass in der Christenheit das an vielen Orten nicht mehr verkündigt wird, ist eine Tragik und eine furchtbare Schuld. Dass man sich schämt am Namen von Jesus. Er hat den Sieg errungen mit seiner Auferstehung. Es ist eine kurze Zeit, wo dieser Welt noch einmal die Gelegenheit gegeben wird zur Buße, zur Umkehr. Und es ist jeder aufgefordert, auch in unserem Land, und ich bin überzeugt, wir erleben das auch an vielen Orten, wo junge Leute wieder anfangen, in ihren Schulen Zeugen von Jesus zu sein, wie sie das erleben, wie Jesus kommt und dort wirkt. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, er sprach vom Menschensohn, der kommt. Warum? Das steht im Buch Daniel, das ist ein Deckname für den Weltenrichter, den Gottessohn, den Weltenrichter. Und das ist für uns ganz wichtig, es kommt das Weltgericht. Und Gott wartet mit dem Weltgericht. Wie viele Leute habe ich getroffen, die gesagt haben, ja, warum richtet denn Gott die Welt nicht? Zu deinem Glück, dass noch Zeit ist zur Buße, Zeit zur Mission. Wo gibt es denn noch Evangelisation in unseren Tagen? Es ist erschütternd, wie wir schweigsam geworden sind. Alle Heilslehren werden bei uns ungeniert verkündigt. Alle Gruppen gibt es und Kreise und esoterischen Gruppen. Gerade bei uns im Kursaal mit die großen esoterischen Tage mit den Ausstellungen und allen dunklen Mächten, die dort beschworen werden. Aber wer verkündigt noch die befreiende Kraft von Jesus, die wir erlebt haben? Denn das Gericht Gottes steht vor der Tür. Und Jesus hat es deutlich gesagt, es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten.
Und sie belachten den Jona und seine Arche und dachten nicht daran. Und dann kam die Sinnflut. So wird es sein bei den Tagen des Menschensohns. Sie werden auf einmal aufschauen, wenn Jesus wiederkommt, den Wolken des Himmels. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Sie werden miteinander liegen auf einer Matratze. Aber der eine ist angenommen, der andere ist verworfen. Ja, gibt's das? Ja. Jesus sprach davon, ich möchte nicht verworfen werden, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte bereit sein. Und es gibt eine große Scheidung zwischen Schafen und Böcken. Wie hat Jesus in all den Gleichnissen das ausgedrückt? Wer kein hochzeitlich Kleid anhat, ist nicht eingeladen zur Hochzeit. Der wird hinausgeworfen. So hart kann Jesus reden, um uns klar zu machen, um was es geht. Wachen, wachen. Ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, in den Bombennächten. Ich sehe heute noch manchmal, wenn noch die alte Farbe in den alten Häusern mit den Sandsteinen steht, das ist in den Jahren noch nicht ganz abgeblättert, zu den Sammelplatz, Bobseranlagen und so weiter, wo die Ausgebombten dann in der Feuersturm hinflüchten konnten. Und da war immer ein Spruch an die Wände hingeschrieben, das vergesse ich nie, es stammt eigentlich von Shakespeare. Bereit sein ist alles. Es war damals in den Bomben nicht ganz wie bereit sein ist alles. Du musst bereit sein. Aber das hat Jesus uns so klar gesagt. Er kommt. Und das Notvolle in unseren Tagen ist, was Jesus vorausgesagt hat, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Der Mensch weiß gar nicht mehr und will es nicht mehr wissen und nicht mehr glauben, dass das, was Gott ihm gesagt hat in den Ordnungen, sein Heil und sein Glück ist. Sonst geht er verloren und sein Leben geht kaputt. Es haben doch gottlose Leute zu allen Zeiten probiert, die Ordnungen Gottes zu zerbrechen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Es gibt keine Liebe mehr zwischen den Generationen und die Ehen gehen auseinander, weil nur noch Selbstsucht regiert. Und das ist das Schwere in dieser Zeit und dass diese große Not der Verführung da ist in unseren Zeiten. Und wir stecken täglich in unseren Sorgen und Nöten. Freu dich auf die neue Welt Gottes. In allen Schrecken, die wir haben und allen Nöten, die kommen. Wir wissen, dass Jesus kommt. Es freut mich, dass mein Freund Fritz Laubach noch im hohen Alter von über 90 Jahren noch mal eine Kurzauslegung der Offenbarung geschrieben hat. Und er war so glücklich, dass in wenigen Wochen 3 Auflagen erschienen sind. Gang in Gottes neue Welt. Wir wollen gar nicht von den Schrecken reden, was Menschen alles noch verwüsten und zerstören können. Das ist unheimlich, was Menschen können, wenn sie Gott verlassen und wenn sie von dunklen Mächten beherrscht werden. Das wissen wir aus unserem eigenen Herzen und darum freuen wir uns, dass Jesus Macht hat. Das ist der Wochenspruch heute. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist der Sieger und das dürfen wir auch erleben. In unseren kaputten Familienverhältnissen, in den Spannungen, in denen wir leben und in dem grässlichen Umweltschmutz, der in deinem Herzen ist. Das ist ja noch die schlimmste Umweltvergiftung, der Innenschmutz, der über unseren Geist geht und über unsere Seele, über unsere Gedanken und der uns verwüstet, den wir einflößen, den schon die 9-jährigen Schüler über das Handy einsaugen in so furchtbaren Bildern. Und Jesus kann reinmachen, vollständig neu. Er will in diesem Herzen wohnen und unser Herr sein. Also auch wenn Himmel und Erde vergeht, Jesus kommt in Pracht und Herrlichkeit. Das hat er hier noch einmal gesagt, Markus 13, lesen Sie es noch einmal. Mein zweiter Punkt, auch wenn es mit der Verführung immer schlimmer wird, Gottes Wort bleibt in alle Ewigkeit. Jetzt habe ich was angeschnitten. Bis in unsere Gemeinschaften hinein ist das oft diskutiert in den Hauskreisen. Ja, kann man das Wort Gottes wirklich wörtlich nehmen? Ja, wie denn sonst? Wenn man es nicht wörtlich nehmen kann, mit welchem Sinn denn? Wer soll denn das deuten können? Ich kann doch alles bloß wörtlich nehmen. Den Straßenbericht, den Verkehrsübersicht, was hier die Nachrichten, ich kann doch alles nur wörtlich nehmen, was gesagt wird in der Politik und in der Wirtschaft. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist so entscheidend. Jesus hat es in der Bergpredigt gesagt, und das ist erstaunlich bei der Bergpredigt, dass auch viele gottlose Leute sagen, ich halte nicht viel von Jesus, aber die Bergpredigt, die will ich halten. Lies sie doch mal. Wo Jesus hineinleuchtet bis ins Innerste deines Herzens und schon deine Gedanken kennt, wenn du deinen Bruder hast, bist du ein Mörder.
und mit einer unwahren Rede. Und dann kommt das so wunderbar, wie Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut, der hat sein Haus auf den Felsen gebaut. Und wer es nicht tut, der hat es auf Sand gebaut. Wir sind heute weithin eine Christenheit geworden, die auf Sand gebaut hat, die stolz ihren Betrieb verwaltet, sich freut über ihre Gebäude. Aber wenn wir nicht mehr im Gehorsam gegen Gottes Wort leben, haben wir auf Sand gebaut. Und wenn der Sturm kommt, dann bricht alles zusammen. Wenn dann dieser Windstoß kommt und dieser Orkan, und dann fällt das ganze Lebenshaus zusammen. Wie oft habe ich das gehört? Du bist ein Fundamentalist? Ja, natürlich, du bist kein arabischer Fundamentalist. Ich bin ein biblischer Fundamentalist. Jeder, der von euch ein Haus gebaut hat, hat geguckt, dass es ein Fundament hat. Ich kenne keinen hier in Hohenhaslach, der ein Haus ohne Fundament baut. Und wer ein Glauben beginnt, der muss wissen, kann ich mich darauf verlassen im Leben und im Sterben? Und wie klar hat das Jesus gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ja, geht's nicht doch? Als junger Student der Theologie habe ich gesagt, ob man das mit dem Jona so glauben muss. Dann hat Jesus ausgerechnet gesagt, das Zeichen von Jona bleibt. Dann habe ich mich geschämt meines Unglaubens. Das Wort Gottes wird sich erfüllen und das werden wir erleben, der Ewigkeit. Es geschah nach dem Wort des Herrn. Wie oft steht das in der Bibel drin? Alles läuft so. Bis zum Verrat des Judas, bis zu dem Schwamm, den sie Jesus reichen am Kreuz, alles, wie es geschrieben steht. Und darum ist so wichtig, dass Jesus das in Markus 13 uns wieder so klar sagt, wachet, wachet. Und ihr braucht gar nicht streiten mit Leuten. Das ist ja immer eine persönliche Überzeugung, wenn also ich kann das nicht glauben, was in der Bibel drin steht. Ist ja in unserem Land eine Freiheit, dass er es tun darf. Aber wenn er sie bedrängt, sagen sie bloß, in der Bibel steht es anders und daran halte ich mich. Mehr brauchen sie doch nicht wissen, dass uns Jesus dieses gegeben hat. Ich finde das auch so wunderbar. Bibelkritik gab es zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten, in welch einer unverschämten Weise die Bibel zerrissen, verbrannt wurde, den Gläubigen vorbehalten wurde. Und dann wurde immer wieder gesagt, in den letzten 300 Jahren der Aufklärung, das kann man alles nicht mehr glauben, das braucht man nicht mehr wissen, oder Bibel, alles weg. Wir haben die Bibel unversehrt. Und keine Seite fehlt. Alle theologische Kritik hat uns das nicht rauben können. Jeder, der heute eine Bibel kauft, hat die ganze vollständige Bibel. Und was mich am meisten wundert, in allen Völkern der Welt, obwohl die oft eine ganz andere Kultur haben, bei den Indianern im Urwald, in Südamerika, bei den Eskimos, bei den Japanern, bei den Steinzeitmenschen, ist die gleiche Bibel, weil Jesus sich durch sein Wort offenbart und wer sein Lebenshaus dort drauf baut, der hat einen Grund unter seinen Füßen. Ich will nicht an einem Wort der Bibel untreu werden. Und da sagt Jesus da am Schluss der Bergpredigt gerade, wo er erzählt, da werden einmal an jenem Tag, wenn er kommt, viele dastehen und an die Türe klopfen und sagen, Herr, tu uns auf, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben Wunder getan. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Nur der, der sein Wort gelebt hat. Und das ist so ein herrliches Wort, weil es sich erfüllt und weil es tröstet. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Seligkeit gibt es ja in unserer Welt nicht. Es gibt Glück, aber das Glück ist wie beim Lottogewinn. Das ist sehr zweideutig, ob es dann wirklich glücklich macht. Jesus spricht von einer Seligkeit, die kann dir kein Mensch mehr nehmen. Die Seligkeit selbst für die Trauernden, selbst für die Verfolgten. Die Seligpreisungen. Wenn man im Wort Gottes in der Nähe von Jesus lebt. Und darum, die Verführer, die werden kommen. Die sind da massenweise. Messias, die alles Mögliche verkünden, die uns ein neues Reich schaffen wollen, die alles sagen, was man machen kann. Ich möchte sie gar nicht erwähnen. Du kennst sie alle, wo sie ihr Maul laut erheben. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist wunderbar. Mir ist auch die Stelle von Paulus im 2. Timotheusbrief immer so wichtig, wo Paulus uns warnt, dass sich der Mensch des Widerspruchs in den Tempel Gottes setzt. Manche meinen ja, da müsste ein neuer Tempel gebaut werden. Nein, der Tempel war bei Paulus immer die Gemeinde. Der Tempel Gottes, der seid ihr. Der Paulus hat nie anders gesprochen. Wenn er von einem Gebäude gesprochen hätte, hätte er das uns erklären müssen. Das Schlimme ist, dass der Mensch des Widerspruchs heute im Tempel Gottes in der Gemeinde sitzt. Und Paulus hat auch die Ältesten in Ephesus gewarnt, dass aus der Gemeinde immer wieder der Widerspruch kommt. Ach, wie herrlich ist das,
dass wir das Wort Gottes haben, das ist der letzte Trost im Sterben. Das trägt dich durch alle Schwermut hindurch, in allem Versagen, in aller Not darfst du das erfahren, dass er bei dir ist. Doch das Letzte, weil nur das Beharren selig macht, selig sind die Beharren, bei Jesus beharren, müssen alle Völker das Jesus-Evangelium hören. Es sind ja immer noch Millionen Menschen, ja vielleicht sogar über 1 Milliarde Menschen, die noch nie das Evangelium richtig verstanden hat, vielleicht sogar in unserer Nähe, in Deutschland. In Frankreich hat nur jede 10. Familie eine Bibel. Die wissen das alles gar nicht. Aber viele auch deine Arbeitskollegen, die wissen gar nicht, was Jesus bringt, was es dir bedeutet, was das für ein Leben ist, dass es eine Vergebung gibt. Gibt es in keiner Religion, dass das Gewissen gereinigt wird, dass wir Zukunft und Hoffnung haben, Heilsgewissheit geschenkt bekommen haben durch Jesus. Und darum ist es so schön, dass wir Menschen das erzählen dürfen. Mich hat das in unserer Arbeit von Hilfe für Brüder so ungemein beeindruckt, das alles zu erleben in Ländern, wo vor 50 Jahren es keine Christengemeinde gab. Etwa wie ein verschlossenes Land wie Bhutan. Von gewissen Ländern darf man gar nicht reden, wie Marokko oder Saudi-Arabien, die gar nicht erlauben nach der Verfassung, dass dort andere Religionen überhaupt leben dürfen als Christen. Wie Menschen Jesus erfahren, das ist ganz Buddhisten, Muslime in großer Zahl, Jesus, sagen, will nichts, Jesus ist mein Leben, ich habe ihn gefunden. Und es ist ein unverschämtes Verbrechen, wenn wir Menschen nicht diese herrliche Botschaft von Jesus weitersagen. Ich war ein junger Schüler, da kam eine liebe Schwester aus Norddeutschland und die hat gesagt, dass irgendein Heilsprediger in ihrer Versammlung gesagt hat, jetzt sei die Zeit der Mission vorbei. Es hat mich interessiert, weil ich ja selber in die Mission wollte. Ich habe erlebt, der Herr hat einen Aufbruch des Reiches Gottes geschenkt, wie wir ihn nie für möglich gehalten hätten. Unter Zigeunern und Indianern, an die man früher gar nie gedacht hat. Erweckungen in Afrika, in Asien, in größter Zahl. 1974, als Billy Graham seine große Lausanne-Tagung hielt und 6000 Evangelikale aus der ganzen Welt eingeladen hat, da wusste man, dass in vielen asiatischen Ländern die Christen eine ganz verschwindend kleine Minderheit sind. Und in der Zwischenzeit hat Gott das geschenkt, dass selbst in Indonesien, dem größten Moslemstaat der Welt, die Zahlen der Christen sich vervielfacht haben. Lateinamerika, zweistellige Zuwachsraten und nicht mit nominellen Christen, sondern mit überzeugten Jesus-Jüngern, wo das Familienleben sich verwandelt hat, wo die Ehe neu wurde, wo die Kinder das erlebt haben, dass der Vater mit Jesus in Verbindung steht. Und das ist noch da und das gilt uns, das Beharren bei Jesus ist das Allerwichtigste. Wir haben eine Theologie bei uns in Deutschland. Professor Berger in Heidelberg hat gesagt, 70% der dort Ausgebildeten wissen gar nicht, dass man eine persönliche Beziehung mit Jesus haben kann. Für die ist Jesus nur eine theologische Chiffre. Ich kann die Zahl nicht schätzen, ich habe keine Umfrage gemacht. Aber sie wissen, dass viele die Kraft und die Macht von Jesus nicht kennen, der alle Macht hat, auch über die Krankheiten, über die Sorgen. Und sie dürfen beten und sie erleben Wunder, wie Jesus das Leben von Menschen verändert und wie er ihr Leben verändert, wie er Hoffnung und Zukunft gibt. Und das ist das Größte, wenn wir an den Gräbern stehen dürfen und reden dürfen vom Leben, das während Jesus glaubt, den Tod nicht schmecken wird, sondern dass man siegen und überwinden darf. Dort kann am Anfang der Offenbarung sind die Sendschreiben und da ist das Sendschreiben in die Gemeinde von Sardes, Izmir. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist das Allerschlimmste, dass Christengemeinden heute tot sind. Nicht einen hohen Hass, ich freue mich immer an dem Leben bei euch. Und trotzdem soll es ein Aufruf sein, Jesus hat Macht, tote Menschen zu erwecken, zu beleben, mit seinem Heiligen Geist zu erneuern. Dass das durchgeht bis ins Innerste deines Herzens, dass Liebe, Freude, Friede in deinem Herzen regiert. Sanftmut, Keuschheit. Was ist das, was Jesus machen kann, wenn er in Menschen wohnt?
Und Jesus hat Macht auch über die okkulten Finsternismächte, denen wir oft so schrecklich ausgesetzt sind. Es gibt nur einen Weg zur Umkehr, der Buße zu Jesus Christus hin. Und darum hat mich dieses Wort gepackt, schon vor Monaten, als ich den Text für heute ausgesucht habe. Das ist ein Wort für mich. Ich will wachsam sein und mich nicht mehr beeindrucken lassen durch all die vielen Ängste, die in unserer Zeit beschworen werden, sondern ich will mich freuen, dass Jesus alles in seiner Hand hat und regiert und dass er heute sein Reich baut. Ich hätte nie gedacht, als ich bei Licht im Osten mitarbeitete, dass einmal der eiserne Vorhang zusammenbricht. Ich dachte, es bleibt bis zur Wiederkunft von Jesus. Ich hätte nie gedacht, dass die Mao-Herrschaft in China zusammenbricht. Aber wir lassen uns viel zu sehr beeindrucken von den Mächten, die in unser Auge fallen. Jesus hat mir es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und er sendet uns, und er baut seine Gemeinde. Und da heißt dann die Offenbarung, und der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu. Er will alles bei dir neu machen, auch heute, egal was die Zeitströmungen sind. Er will dein Leben erfüllen. Komm bald, Herr Jesus, komm heute zu uns und bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Du, der sein Leben für mich ließ, nimmst mich einst in dein Paradies, drauf fasse ich deine Hände. Amen, Amen, komm, o Sonne.